Hallo, liebe Deutschlernende. Ich hoffe, es geht euch gut. Heute ist wieder ein sehr schöner Tag. Die Sonne scheint und es ist einfach herrlich. Es ist herrlich. Ich möchte heute mit euch darüber sprechen, dass ihr im Grunde genommen so wie Könige lernt. Ja, ihr lernt Deutsch, so wie die Könige und Königinnen damals gelernt haben. Ja, all die Prinzen, all die Prinzessinnen haben so Deutsch gelernt. Ja, und zwar, was meine ich damit? Und zwar ist es so, dass ich und auch andere Menschen, die darüber sprechen, über die ganzen Methoden sprechen, wie man Sprachen lernen kann. Die sprechen von der traditionellen Methode als die Methode, wie wir in der Schule Sprachen gelernt haben. Ja? Also das, der Begriff traditionelle Methode wird verwendet, um die Methode zu bezeichnen, mit der wir in der Schule gelernt haben, also die Grammatikmethode oder beziehungsweise sehr viel Grammatik und nur ein bisschen verständliche Inhalte. Und eigentlich ist das nicht die traditionelle Methode, weil davor, bevor diese Methode erfunden wurde, ja, bevor es in den Schulen üblich wurde, mit dieser Methode Sprachen zu lernen, und auch bevor es Schulen in dem Sinne gab, wie wir sie heute kennen, davor wurden auch schon Sprachen beigebracht. Und man könnte eigentlich sagen, dass das die traditionelle Methode ist, weil sie vorher angewendet wurde. Ja? Denn vor Hunderten von Jahren mussten die Menschen trotzdem auch die Sprachen von anderen Menschen lernen, ja? Zum Beispiel im Königshaus. Ja? Also so ein Prinz, der mal König werden sollte, der musste auch ganz viele Sprachen können, weil er sich ja mit den Königen aus den anderen Königshäusern unterhalten musste. Ja? Und damals konnten die Könige auch sehr viele Sprachen sprechen. Ja, das war wirklich etwas sehr Wichtiges für Könige, dass sie viele Sprachen können und sich gut mit anderen verständigen konnten. Ja, beziehungsweise, es ist vielleicht nicht ganz wahr, also es gab dann manchmal auch eine Sprache, die alle benutzt haben, wie zum Beispiel Französisch. Für eine gewisse Zeit war es in Europa üblich, Französisch zu sprechen. Ja, Französisch galt so als die gute Sprache, mit der man so die Sprache wurde so als sehr hoch angesehen, als königlich, etwas, was einem König geziemt. Ja, also etwas, was einem König würdig ist. Und Deutsch wurde selbst im deutschen Königshaus gar nicht so viel gesprochen. Nach dem, was ich weiß, da wurde das so ein bisschen angesehen als so, ja, das ist die Sprache des Pöbels, ja, ne, von den Untertanen, ja, die reden Deutsch, wie auch immer. Ne? Aber der Punkt ist es eigentlich, den ich machen wollte. Der Punkt ist, um so einen herangehenden König, um so einen Prinzen und auch um die Prinzessinnen, die herangehenden Königinnen oder generell, um halt einem Kind eines adeligen Hauses Sprachen beizubringen, ja, wurde da gemacht? Ja? Da wurde sich einfach jemand eingeladen aus diesem Land, der im selben Haus lebte oder im Palast lebte und sich mit dem Kind unterhalten hat. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel der russische König bin, okay, ich bin der russische König und ich habe einen Sohn und ich möchte, dass mein Sohn auch eines Tages König wird und ich will, dass mein Sohn sich auch mit anderen Menschen verständigen kann, die aus anderen Ländern kommen. Ja? Und ich möchte zum Beispiel, dass er Deutsch sprechen kann oder ich möchte, dass er Französisch sprechen kann. Also lade ich mir einen Deutschen ein oder einen Franzosen ein.
Ja? Oder auch ein Italiener oder ein Spanier oder ein Engländer, sodass diese Ausländer mit meinem Sohn die Muttersprache sprechen und dass mein Sohn so diese Sprachen lernt. Ja? Das heißt also eigentlich, die ursprüngliche Methode, wie Sprachen gelernt wurden, ist wirklich, sich mit den Menschen zu unterhalten. Ja? Versuchen so zu kommunizieren, ja? Wenn es gar nicht anders geht, mit Händen und Füßen, ja? dann werden halt Gesten gemacht, so. Dann wird halt gesagt, so, ja, dort hinten, rechts, links, oben, unten, essen, ich möchte essen, ja, also die ganzen Gestik und Mimik wurde benutzt, ja, um sich verständlich zu machen, und dann wurde einfach eben in der Sprache gesprochen, ja, und so haben die Menschen dann automatisch gelernt, wie die Sprache funktioniert, und sie haben gelernt, die Sprache zu benutzen. Und es waren nicht nur die Königshäuser, also auch wichtig, es war natürlich auch wichtig für Menschen, die zum Beispiel an der Grenze gelebt haben. Ja? Wenn man so ein Bewohner eines Dorfes ist oder einer Stadt, die an der Grenze ist, dann hat man bestimmt auch viel zu tun mit den Menschen, die an der Grenze sind. Ja? Also zum Beispiel Leute, also jetzt in Deutschland, Deutschland hat ja viele Nachbarländer, Niederlande, Holland, Luxemburg, Frankreich, Schweiz, Österreich, Polen, Tschechien, Dänemark. Ich hoffe, ich habe kein Land vergessen. Ja? Aber Deutschland hat sehr viele Nachbarländer. Und wenn man an der Grenze lebt, dann tauscht man sich auch mit den anderen Menschen aus, die über der Grenze leben. Und man lernt halt auch die Sprache der anderen Nation, ja? Ja, des anderen Landes. Ja? Einfach dadurch, dass man mit denen zu tun hat. Ja? Ohne, dass man wirklich wie in der Schule sich hinsetzt und wirklich konkret das alles versucht auswendig zu lernen. Ja? Und deswegen, also finde ich, also diese Idee fand ich so cool, als mir diese Idee gekommen ist, als das mir aufgefallen ist, dachte ich auch so, stimmt. Eigentlich lernen wir wie Könige. Eigentlich lernen wir wie Königinnen. Ja? Wie Anno dazumal, ja? Wie damals. Und das ist, denke ich, eine tolle Idee. Und es zeigt auch, dass wirklich die Methode, mit der wir in der Schule Sprachen gelernt haben, ganz und gar nicht die einzige Methode ist und auch ganz und gar nicht die beste. Es ist nur, aus irgendeinem Grund wurde nur angenommen, dass die gut ist und hat sich vielleicht gut geeignet für Klassen mit 30 Personen. Oder aus irgendeinem Grund wurde die Weisheit praktisch nicht genutzt, die daran steckt in der ursprünglichen, traditionellen Methode. Die wurde irgendwie vergessen. Aber das ist die inspirierende Botschaft für heute. Und wir sehen uns morgen. Tschüss!